In erster Linie, glaube ich, wird es ein hochemotionales, intensives Montagabend-Flutlichtspiel, wo wir uns natürlich wieder von der Seite zeigen wollen, die unheimlich gut organisiert ist, wo wir unsere Stärken abrufen wollen. Und das steht für uns an erster Stelle. Es geht immer darum, bestmöglich zu punkten. Ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir gegen jede Mannschaft in dieser Liga punkten können, völlig egal vom Tabellenplatz her. Daran sollten wir uns wieder erinnern, was wir abrufen müssen, um diese Mannschaften auch wieder zu ärgern und diese Mannschaften oder gegen diese Mannschaften möglichst unangenehm zu sein. Es geht vor allem darum, die erste Pressinglinie zu überspielen, weil da arbeiten sie sehr gut gegen den Ball, setzen den Gegner früh unter Druck. Arbeiten dann auch mal wieder schnell etwas tiefer, um dann halt selber schnell umzuschalten. Da denke ich, haben wir sehr, sehr gut gearbeitet und dann gilt es, das einfach von den Spielern am Montag auf den Platz zu bringen.